Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von War Tales. Und ja, die Region von Uldren gestaltet sich doch als schwieriger sowie herausfordernder als ursprünglich gedacht. Mir war schon klar, dass es ein bisschen steiler ansteigen wird, was den Schwierigkeitsgrad des Spiels angeht. Aber das, was wir jetzt natürlich vor uns haben, ist schon ein ordentliches Päckchen. So würde ich es mal bezeichnen. Wir machen mal ganz kurz Pause, damit die Zeit nicht weiterläuft und schauen auf die Karte, was wir denn alles noch vor uns haben. Wir müssen definitiv im verfluchten Dorf von Lethur noch die gute Senuna finden. Das hat sich ja mit dem neuen, ja, mit der neuen Spielmechanik des leisen Erkundens, war das ein bisschen interessanter, da wir dann doch von den ganzen Pestverseuchten heimgesucht worden sind. Das war so ein bisschen Walking Dead. Das habe ich in der letzten Folge auch ein paar Mal gesagt, weil hier auch in dem unteren Teil, die ich gerade euch mit der Maus zeige, beziehungsweise hier diesen Teil, ist eine Horde Pestverseuchter durchgelaufen. Das sah wirklich aus wie so eine Zombie-Horde. Also das war echt mal was anderes. Ihr seht hier oben, wir haben 3 von 29 abgeschlossene Orte. Also da ist Luft nach oben, ne? Ja, erkundete Orte 11 von 29, also und Hauptmission 0. Ne? Wir wissen ja, dass es immer in 20er Schritten vonstatten geht, also 20, 40, 60 plus dann den Rest der Questkette. Wir haben hier drüben noch, wenn man hier mal schaut, Liebestoll in den Stallungen, da haben wir auch noch was offen. Das hier oben war verbuggt, das wir in der anderen, das wir in Vertruse hatten. Da weiß ich nicht, ob das mittlerweile gefixt ist, da müssen wir vielleicht nochmal vorbei und einfach mal schauen. Das hier scheint aber auch noch ein bisschen buggy zu sein. Das hier, genauso unheimlicher Kannibalismus, war auch noch buggy. Also, finde ich ein bisschen schade, weil wir diese Aufträge irgendwie nicht so ganz abgeschlossen bekommen. Anderer Punkt. Hier unten haben wir noch was zu erkunden. Hier hinten müssen wir noch hin. Hier ist auch noch eine Rattenplage. Hier oben ist ebenfalls noch eine Rattenplage. Das ist was, das ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Die Fettkrallenhöhle. Invasive Spezies. Okay. Die ultimative Waffe. Ja. Ist ein Deal. Hätte ich gerne. Also, lasst uns mal zuerst hier hoch. Ich möchte mich den oberen Teil hier erkunden. Ich möchte mich mal wissen, wie weit wir noch nach oben können. Also hier bis hierhin später, also mindestens. Vielleicht ist das Gebiet auch noch ein bisschen größer. Ich würde es gerne mal versuchen zu erkunden. In der Hoffnung, dass wir das überleben. Aber wir sind mal positiv gestimmt. Dieses unheilvolle Geräusch im Hintergrund. So, was haben wir hier? Goldschlüssel. Haben wir nicht. Können wir sonst nichts aufmachen? Haben wir nichts? Wer bist du? Melianze, iduranischer Historiker. Passt auf, wo ich hintrete. Dieser Ort ist von historischer Bedeutung. Aus dem Krieg zwischen Harak und Edoran ist nicht mehr viel übrig. Das meiste davon wurde zerstört oder von den Sümpfen verschlungen. Es ist nicht unglaublich, dass ein 30-jähriger Konflikt zwischen zwei mächtigen Königreichen nur 50 Jahre später von der Bildfläche und aus unseren Erinnerungen verschwindet. Zeigt uns das nicht, wie unbedeutend wir alle sind? Ja, wenn du meinst. Anderer Punkt. Kurze Pause. Kompendium. Apothekentisch. Brandflasche. Sehr geil. Unverdorbene Essenz. Okay, für eine unverdorbene Essenz brauchen wir also eine Fiole, Fischöl und ein Herz. Wir haben ein Herz. Pestverseuchte Wucherungsprobe. Ja, hoffentlich finden wir da noch ein paar mehr. Aber wir brauchen halt leider Gottes eigentlich für all diese coolen Öle. Brauchen wir unverdorbene Essenz, aber wir brauchen Essenzöl. Wir brauchen eine Menge davon. So. Euch müssen wir gleich auch noch plattwalzen. Großes Fährtenleserlager. Oh, sehr cool. Oh,
Waren wir bei dem schon? Nee, gell? Ich glaube, bei dem waren wir noch nicht. Bauplan. Lieu de Emploiement. Schutzhalsband. Fabel vom Wolf, ja. So, was gibt's bei dir? Nee, bei dir geht nichts. Können wir hier irgendwas aufmachen? Aber wir können wieder Holz hacken. Das ist auch ein nettes neues Minispiel. Die haben wohl entdeckt, dass Holz doch ein bisschen schwerer zu bekommen ist. So kam es mir zumindest vor. Wenn man dann teilweise doch ewig durch die Wälder gerannt ist und kaum Holz gekriegt hat oder gefunden hat. Okay, cool. Dann das hier hinten können wir untersuchen. Ah, das machen wir gleich. Zuerst schnappen wir uns nämlich euch. Ein Bär, ein Blocker, ein Wolf, ein Schlechter, zwei Eber, zwei Läufer. Das sollten wir eigentlich problemlos hinbekommen. So, lasst uns nochmal hier ganz kurz schauen, wie wir denn die Aufstellung aktuell haben. Gut, da hinten ist auf jeden Fall unser Gegner und der Hauptgegner. Hier sind zwei Stück, die Tierchen sind in der Mitte. Das ist dann eigentlich auch nicht so unbedingt super schwierig, das Ganze zu bewerkstelligen. Wir müssen eigentlich nur noch unsere Truppen ein bisschen besser aufteilen. Das sollte definitiv machbar sein. Den Roll, den können wir hier hinten stehen lassen. Den Berat, den nehmen wir hier drüben hin. Machen wir hier hin. Fotos lassen wir direkt hier stehen. Die Inquisitorin lassen wir auch hinstehen. Den Toiler tun wir hier hin. Zack, zack. Die Ina, den Wanderhold. Mal hier. Nee, lassen wir die beiden hier zusammenstehen. Und dann, hätte ich gesagt, legen wir doch auch mal direkt los. So, Otus, wo bist du? Lohnt sich doch am besten, wenn wir hier direkt... Nee, eigentlich würde ich das gerne hier... Genau. Mal ein kleines bisschen zurück. So, das wäre jetzt natürlich besser gewesen, wenn wir noch ein bisschen mehr Reichweite oder ein bisschen Nähe gehabt hätten, aber da habe ich jetzt irgendwie, das habe ich jetzt ein bisschen versaut. So, komm, gehen wir erstmal mit der Ina hier. Soll der Wolf erstmal angreifen? Der Eber. So, wenn ich jetzt mich hierhin bewege... Oh, ja. Ihr kennt den Plan. Der war ausgereift. Den Tod. Den Rest kriegen wir dann von alleine. Und einer weniger. Also wie gesagt, bei denen mache ich mir jetzt mal weniger Gedanken, dass wir die kaputt kriegen. Na, der hat zugeschlagen. Ja, wir nehmen noch 1, 2, 3 Attacken mehr, aber kaputt ist kaputt. So, jetzt mal schauen, was der Otus abkriegt. Nichts. Ist auch gut.
Der hat auch gesessen, ne? Den bewegen wir hier rum. Mal flankieren. Und das macht jetzt... Ah, okay. Hat nicht genügend Bewegungsreichweite. Minus 20. Na gut. Hoppala. Also bis der Bär tot ist, wird es halt wirklich ein Weilchen dauern. Reicht das? Kosten 5 Seil. Echt jetzt? Frage ist, wollen wir einen Bären gefangen nehmen? Wäre schon irgendwie nice, oder? Ich meine ja nur, also mein so Bären? Hätte irgendwie was. So irgendwie. Ja gut, sei es drum. Ja, aber den will ich auch nicht. Das ist, so, Galvanisierung. Lass mal hier weiterlaufen. Da kommen wir so nicht hin, ohne schwerwiegendere Verletzungen an unseren Verbündeten zu verursachen. Das wollen wir also nicht. Also hier minus 20, also bist du sowieso dem Tode geweiht, ne? Schöner Treffer. Nein, also den wollen wir jetzt ja mal noch hier, also. Da komme ich nicht durch, das habe ich super gemacht. Und das Bärchen ist kaputt. Tut mir leid, lieber Bär. So, 8 repariert. Restlichen Sachen nehmen wir mit. Einmal weiter. Kopfgeldjägermission haben wir abgeschlossen. Ja, das weiß ich. Und ich bin auch deswegen super glücklich. Das packen wir hier rein. Und bezüglich der schweren Rüstung. Die wird uns wahrscheinlich genauso wenig taugen, wie ich das aktuell erwarte. Aber jetzt lasst uns erstmal das hier drüben untersuchen. Die Frage ist, hier oben geht es wohl auch noch hoch. Ach so, bei dir waren wir ja schon, ne? So war mir aber klar, dass das hier bei dir nichts bringen wird. Wir müssen irgendwo mal ganz kurz Rast machen. Vielleicht können wir das hier ohne großartige Probleme. Ein bisschen was hiervon loswerden. So, ja, wir müssen schon wieder Soll zahlen. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. 6 von 12. Wir brauchen dringend eigentlich wieder irgendwas, was uns dabei unterstützt, dass wir hier mehr Aktionspunkte bekommen. Oh, ein einzelner, einsamer Händler. Händler-Element-Hit-Design. Okay, wollt ihr etwas kaufen? Könnt ihr euch vielleicht für diese hervorragenden Werkzeuge aus Gosenberg interessieren? Seht euch doch nur diese kleine Sense an. Und, oh, ihr seid wohl nicht interessiert. Ich hätte es wissen müssen. Die Leute in dieser Gegend gehen lieber auf die Jagd, als die Felder zu bewirtschaften. Na egal, ich lasse mich nicht entmutigen. Wer weiß, vielleicht kauft der nächste Kunde ja was.
überzeugt den armen Teufel, dass er hier nur Zeit und Geld vergeudet. Ausgesetzte Belohnung. Punze. Was auch immer Punze ist. So, wir haben ein Geschenk gekriegt. Was ist denn eine Punze? Wenn ein Schmied einheitliche Formen aus Metall herstellen, Truppenbus hat die Chance, einen Gegenstand von höchster Qualität. Oh, das ist ja nice. Das ist ja nice. So, lass uns mal hier hochgehen und schauen, was das hier oben ist. Ich glaube nämlich, dass wir schon in der Nähe unserer... Ja, findet den Ultring gefangenen Mann. Okay, hier müssen wir auch noch hin. Den Titel Entdecker freigeschaltet, ja. Hydranischer Wachturm. Da müssen wir ein bisschen was... Da müssen wir ein bisschen battlen hier. 6 Ganoven, 6 Wilderer, 6 Marodeure, ja. Das ist doch ein bisschen viel. So, Frage, kommen wir hier hoch? Nee, wir müssen hier durch. Das heißt, wenn wir da durch müssen oder durch wollen, wobei wir können auch außen rumlaufen. Sind wir mitten im Sumpf, ne? Ist das wieder ein verfallener? Okay. Was gibt's hier zu holen? Gibt's hier irgendwas zu holen? Oh, Dietrich, wir können den Boden aufmachen. Oh, verdammt. Fällt mir nämlich gerade sowas auf. Ja. Der Witwit war nämlich unser Dieb, ne? Und 2 Ponys sind aufgestiegen. So, geben wir den Ponys Willenskraft, weil das brauchen wir definitiv für die eine Erkundungsmission. Jetzt müssen wir aber mal ganz kurz hier jobtechnisch gesehen schauen. Das ist jetzt mal richtig, richtig blöd. Welchen Job denn hier? Brutus ist Geselle? Ich meine, die sind ja hier beide Novizen und machen ja nichts, ne? Eigentlich ist ja... So, der Wetan ist unsere Alchemie. Geschicklichkeit. Jetzt lass mal schauen. Hier, ist das nicht hier auch Geschicklichkeit? Plus 1. Plus, ja, okay. Ja, bleibt nichts übrig. Barat, dich müssen wir mal jetzt ganz kurz umfunktionieren. Du verlierst jetzt mal 1 Stärke, kriegst dann aber 1 Geschicklichkeit dazu. Es geht nicht anders. Wir brauchen jetzt jemanden, der hier knacken kann, ne? So, 1 offen. Hier haben wir. Nee. Es läuft hier gerade wirklich ein bisschen hakelig. Also wenn ihr das hier gerade seht, das ist nicht, das laggt nicht, das liegt nicht an meinem Rechner, sondern... Oh, wo sind wir denn jetzt? Was ist denn das jetzt hier für eine Spielunke? Kommt da rein, dieses Versteck ist leider nicht mehr sicher, seit uns die Wache auf den Fersen ist. Schmugglerin, ah, okay. Wir müssen irgendwie unversehrt aus Uldrin entkommen. Mit Söldnern wie euch sollte uns dieses Vorhaben leichter fallen. Beschützt uns, bis wir in Sicherheit sind. Und ihr könnt die Hälfte unserer Vorräte behalten. Ausgesetzte Belohnung, Pestheilmittel und die Fabel vom Wolf und dem Hopfen. Und wir greifen sie an. Was? Wartet, aber warum? Weil ich's kann? Deswegen? Ich will alles, was ihr habt. Die sind eh nicht so stark, ne? Das ist sehr, sehr gut.
Das ist sehr, sehr gut. So, dann, ja, hätte ich gesagt, starten wir mal wieder mit dem guten Otus. Lass uns doch mal direkt hier reinlaufen. Müssten wir nämlich eigentlich... Oh ja. Dann laufen wir hier noch eins rein. Ehrlich. Und damit wäre Moira auch schon tot. Das ist für sie jetzt wahrscheinlich viel, viel schlimmer als für uns. So, du bist nicht so nervig wie ihr. Alles, was euch gehört, gehört halt mir. Ja, du kannst mich ruhig vergiften, aber das wird dich nicht davor beschützen, bald kaputt zu gehen. Und dann mal hochlaufen. Oh, das tut weh. Ja. Da hauen wir doch gerne rein. So, das ist nicht so ganz nach... Oh, verdammt. Das hatte ich sie aus Versehen. Nun gut. Nicht so tragisch. Die 5 Schaden werden wir auch überstehen. Die 10 auch. Das sollte nicht allzu lange dauern. Mir jetzt sehr positiv gestimmt, dass wir das hier bald hinter uns gebracht haben. Die bösen, bösen Schmuggler. Oh, das hat wehgetan, oder? Oh, dieses schöne Geräusch, dieses Klong. Wenn er mit dem Hammer dann draufhaut. Mal hier, hier rüber und sind wir erstmal soweit safe. Ja genau, jetzt kümmern wir uns um dich. Da wirst du dich weniger freuen. Und das war dann wohl dein Ende. Ja, es tut mir leid, aber ist so. Danke, du hast die Ina aus dem Kampf befreit. Das war sehr nett. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Okay, dann mal hier. So, schöner Treffer. Es ist aber auf jeden Fall schön, dass der Wetan auch relativ viel Schaden macht. Wir müssen ihn noch ein bisschen pushen, was seine Leistung angeht. Aber ich glaube, mit der richtigen Ausrüstung und den richtigen Gegenständen in seiner Rüstung würde es wahrscheinlich möglich sein, dass er so viel Schaden macht. So. Mal schauen, wenn wir hier ein bisschen näher rangehen, machen wir dann mehr Schaden? Oh ja. Oder? Ah. Ist ja was? Dann bringen wir dich doch einfach direkt um. Und dann gehen wir hier rüber. Ups. Galvanisierung Deluxe. So, gehen wir hier hin. Dann können wir nämlich hier oben noch ein bisschen unterstützen. Indem wir dich erstmal ausschalten.
Macht aber auch gut Schaden. Muss man ihm lassen. Also an einem gewissen Punkt ist dann mit dem guten Wetan gar nicht so schlecht. So, hätten wir das hier auch erledigt. So, und das hat nicht ganz gereicht. Aber damit reicht das definitiv aus. Nein, wenn wir schon dabei sind, wir machen noch weiter. Wir wollen den Rest ebenfalls noch. So, reicht das? Nein. Aber das reicht. Das war der letzte Schlag, der noch nötig war. So, was haben wir hier? Eine Großaxt. So, hoffentlich können wir das jetzt hier unten noch plündern. Oh ja, Pestheilmittel. Geld. Und noch mehr Geld. Sonst hat es hier unten nichts. Okay, das heißt, wir hätten noch was anderes bekommen. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Ja, nun gut. Das, hätte auch schlimmer enden können. Ja, indem wir jetzt von Schweinchen verfolgt werden. Was dann hier schon wieder der Fall ist. So, und wir versuchen wieder einer Krokoporkus-Horde zu entkommen. Sumpfsilge. So, dann haben wir hier wohl wieder den Rand erreicht. Und hier Fischerei. Da können wir angeln. Lass uns mal mit ihr sprechen. Er Schneid hat mich als treuer Gefährte und Freund begleitet, seit ich ein Kind war. Er war der beste Eber, den es jemals gab. Er hatte ein ehrenvolles Begräbnis verdient. Okay. Dann wird das wohl... Ja, da bin ich mal gespannt. So, angeln können wir jetzt hier gerade nicht, ne? Wir machen ein Päuschen. Zahlen unseren Sold. Und füttern... unsere Gefährten. Hoffentlich ohne irgendwelche Querelen. Ja. Haben wir mal wieder Glück gehabt zwischendrin. Und dann lasst uns nochmal noch ein bisschen erkunden. Gut, das heißt also, hier drüben geht es auch nicht weiter, ne? Da müssen wir auf jeden Fall schon mal hier oben langlaufen und wissen, dass hier drüben Ende ist. Also diese Krokoporkus-Horden, das sind schon einige. So, darf ich nicht hier hoch? Wieso läuft er denn jetzt nicht hier hoch? Hallo? Ja, ist irgendwo eine unsichtbare Wand. So, das Beinwell und das hier ist ein Gefährtenlager. Und natürlich nutzen wir die Chance, den Wald zu erkunden. Es kann schon schief gehen. Auf jeden Fall gibt es viel Eisen im Wald. Das ist ein großer Wald. Das ist ein tiefer Wald. Oh Gott. Das ist schon wieder ein verfluchtes Dorf. Na, ganz toll.
Oh nein. Gut. Wir haben 4 Stufe 6 Bären, um die wir uns kümmern müssen. Freunde. Jetzt kommt der große Cliffhanger in dem Moment. Das werdet ihr sehen. Und zwar in der nächsten Folge unseres Let's Plays von War Tales. Wenn es euch bis hierhin wieder gefallen hat, dann ja, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich freue mich über jedes Kommentar. Schaut auch nochmal auf dem Kanal vorbei. Ich habe noch ein bisschen mehr Sachen für euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.